Wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, dass du zur bekanntesten und beliebtesten Werkstatt wirst, gehört natürlich auch das Thema Verkauf, wie in diesem Modul hier, grundsätzlich dazu. Ich sag dir eins, ja, du verlierst Kunden nicht an einen besseren Preis, ja, du verlierst sie nicht an einen besseren Anbieter, du verlierst sie nicht an jemanden, der ja vielleicht mehr Service hat als du. Du verlierst ihn an entweder den besseren Verkäufer oder den nächsten Anbieter. Du bietest jetzt die Hohlraumversiegelung an für zum Beispiel 899 Euro. Der bietet sie an für 499 Euro. Schon mal günstiger, ja? Aber ist das relevant? Ich werde dir gleich zeigen, dass das komplett egal ist. Ja, das Problem liegt woanders. Du fängst an, ihn zu beraten. Du sagst, ja, ich habe eine Hohlraumversiegelung. Da machen wir eine Inspektion deiner ganzen Hohlräume. Ja, dann drücken wir da Fett rein und bla bla bla. Ja, und dann erklärst du ihm deine Dienstleistung hier. Ja, das hat er verstanden. Fragt er, wie teuer das ist. Du sagst 890. Der sagt, okay, muss ich mir überlegen. Vielen Dank. Dann schlafe ich mal eine Nacht drüber, spreche mit meiner Frau drüber und so weiter. Ja. Was passiert jetzt aber? Das Erste, was er macht, er geht sofort zum Wettbewerber und dieser zweite Anbieter, bei dem derjenige jetzt landet, ja, der hat jetzt die Chance, nachdem du ihm alles über die Hohlraumversiegelung erzählt hast, hat er jetzt die Chance, ihm sein ganzes Servicepaket zu verkaufen, was du ihm nicht verkaufen konntest, weil du ihn schon hiermit beladen hast. Der zweite Anbieter hat die Chance, jetzt die Zusatzleistung zu verkaufen und der denkt, was, hier ist es günstiger und ich habe noch diese Zusatzleistung, ist ja großartig, dann nehme ich natürlich den. Ja? Und deine Zusatzleistung, dein Gesamtpaket wäre viel besser, aber du hattest nie die Chance, das dem Kunden zu zeigen. Und aus dem Grund hast du ihn an der Stelle verloren an deinen Wettbewerber. Ja, stell dir mal vor, der Wettbewerber würde auch 899 Euro nehmen. Er wird zu dem gehen, weil er die Chance hatte, ihm seine Zusatzleistung zu verkaufen. Wenn er jetzt zurückgeht zum Beispiel, ja, zu dir, weil er gesagt hat, 899 Euro, hat mir der Erste auch gesagt, gucke ich mir den Ersten nochmal an, ja, geht er zurück zu dir, du wirst es schwerer haben, deine Zusatzleistung zu verkaufen, weil er hat sie ja schon angeboten und demnach bleibt er positiv in Erinnerung. Bei ihm hat er es so bekommen und bei dir musste er fragen. Rede nicht über das Produkt, rede sofort über das Ergebnis. Und jetzt kommt's, dein Wettbewerber bietet es teurer an. Das kann auch passieren. Selbst wenn es das gleiche wäre, das gleiche Produkt, gleiche Dienstleistung, selbst wenn es die gleiche Zusatzleistung wäre, er würde verkaufen. Weil er hatte die Chance zu sagen, ich bin der Beste für dich, weil ich dieses Zusatzpaket habe. In Wahrheit bist du der Beste, weil du das gleiche Paket auch hast, du konntest es ihm nur nicht sagen. Deshalb musst du verstehen, du verlierst den Kunden nicht an den günstigeren, ja? Du verlierst ihn nicht an den gleich teuren, du verlierst ihn möglicherweise sogar an den teureren, nur weil du von Anfang an, von vornherein, den Kunden zugetextet und gelangweilt hast mit dem eigentlichen Produkt, mit der eigentlichen Dienstleistung. Was du aber tun musst, ist über das Ergebnis zu sprechen, ausschließlich und nur über das Ergebnis. Und das üben wir hier im Verkaufstraining.